Weiter geht's mit Alone in the Dark und Aline. Wir gehen jetzt hier einfach mal tollkühn und mutig die Treppe hinauf. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ist ja logisch. Blind. Hahaha. Ich werde einfach mal alles so ein bisschen angucken. Ich hoffe, hier draußen kommen jetzt keine Hunde wieder irgendwie aus dem Nichts rausgesprungen. Vielleicht bemerkt ihr Aline, dass hier eine Falltür ist. Nee, die ist genauso doof. Ah, hier liegen Granaten. Das finde ich jetzt aber irgendwie verdächtig, dass wir eine Schachtel mit Granaten finden. Das heißt, hier kommt irgendwo ein Endboss. Also zumindest, wenn jetzt hier Gegner kommen, 100 Pro. Na, na, na. Okay. Dann gehen wir mal hier rum. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir einfach wieder zurück und tun so, als ob überhaupt nichts gewesen wäre. Ha! So. Aber auch hier wunderschön die Leiter-Animation, ja. Ich bin ja richtig begeistert. Wir gehen mal rum. Und schauen, ob hier irgendwas war. Ob hier irgendwas funkelt, funkelt, funkelt. Nein, hier funkelt gar nichts. Gut, dann gehen wir eben wieder zurück. Also nicht, dass wir das jetzt nötig hätten oder so. Ja. Okay, dann ist die Bibliothek erstmal kein Ort für uns. Tippe ich jetzt mal. Ich wette, unten finden wir sicherlich noch irgendwas zu lesen. Ich höre noch dieses Oktogon, was ich hier ständig runterrennen muss. Mann, 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 Mann. Die ich einfach rund bauen können und nicht so eckig. Oder nur so eine kleine Wendeltreppe. Oder am besten Fahrstuhl, können die nicht mit der Zeit gehen. Dass wir so viel rennen müssen. So, hier ist auf alle Fälle was zu lesen. 53 Seiten, ist klar, ne? So, euch viel Spaß beim Lesen. Das hatten wir aber mit Kanbi auch schon. Hier wieder De Certo, ja, ja. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schnell, wie ich das mache. Damit ihr auch ordentlich Pause machen könnt. Tralalalala, trala, tralalalala. 15 Stunden später. Alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 2 Stunden. Hier ist wieder unser schöner Stammbaum. So, Wunderbärchen, alles klärchen. Wir können weitergehen. Obwohl, hier hinten gab es ja noch eine Ecke. Vielleicht liegt da noch was Nützliches für uns. Mal schauen. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Ich habe keine Zeit zum Lesen, aber gerade 53 Seiten hier. Theoretisch gelesen, nicht? Wo sind wir jetzt? Achso, da bin ich hier reingekommen, nicht? Vielleicht sollte ich mal gucken, ob die andere Tür offen ist. Die hier. Die daneben. Ja, die ist auch offen. Verschwinde! Verschwinde! Oh, ich habe nicht mehr so viel Schuss. Ich sollte vielleicht mal umrüsten auf die Waffe, aber die ist so schwach. Was ist denn mit dieser Tür da? Kann ich denn in die rein? Jawohl. Hä? Achso, da bin ich ja hergekommen. Also jetzt mal Hand hoch, wer noch mitkommt.
Ach so. Ihr habt jetzt bestimmt alle die Hand gehoben, ne? Nur ich bin doof. Sind hier etwa mehrere drin? Kannst du bitte sterben? Nur mal so eine Frage von mir. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir rennen hier permanent im Kreis. Nee. Okay. Hä? Krieg ich jetzt Rückenmassage? Das ist aber nett. Vaterhölle! Vaterhölle! Was war denn das jetzt schon wieder für ein komischer Grafikfehler? Gerade steht er noch um die Ecke und jetzt plötzlich hinter mir. Also, das ist ja wohl ein Scherz, ja. Wollte der mich gerade anniesen? Was denkt der Knabe sich einfach? Mich hier anniesen, also. Na? Wir probieren mal in die große Eingangshalle zu gehen. Okay, eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Das war nicht meine Idee, das war, ein Unfall, ein schrecklicher Unfall. Ja, genau, häng am Tisch fest, du Lusche. Lass mich in Ruhe. Geh weg, wo ist es? So, ha, 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 hab ich dich voll platt gemacht. Was war denn das gerade? Hier war doch irgendwie gerade ein komisches Geräusch. Da! Ist hier was? Da! Das hört ihr doch auf, wenn ich hier auf dieser Diele laufe, oder? Ist das gewollt oder soll mir sagen, da ist was versteckt? Spiegel. Oh, eines dieser Spiegelornamente fehlt. Hä? Kann ich hier mein komisches, nee. Okay, hätte ja sein können, ne? Okay, mit Kanbi mussten wir bei dem Spiegel nur die Statue davor schieben. Und hier können wir jetzt anscheinend noch mehr tun. Die Einrichtung der Mortons entspricht ihrem Reichtum. Also das ist jetzt mal eine Erkenntnis. Die ist unglaublich wertvoll. Liegt da was? Da liegt schon wieder so eine komische Diele. Hey, hier liegt doch Munition für mich. Ja, das interessiert doch hier niemanden, dass die Asche noch warm ist. Komm, nimm dir die Munition. Hä? Hallo? Och, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch Munition, oder? Oder sehe ich da. Ja. Ach, von der Seite geht's nur, oder wie? Ach, Mann. Moment, ich konnte ja mit Kanbi nicht durch die Tür. Vielleicht kann ich mit ihr hier durch. Diese Tür scheint versiegelt zu sein. Die ist immer versiegelt. Sollen wir das irgendwie symbolisch zeigen, dass es hier keinen Ausweg gibt? Will aber nach Hause. Nee, kein Problem. Das ist ja hier der Raum, in dem wir eingesperrt waren. Hier kommen wir wieder in den einen Flur und die Tür gegenüber, die haben wir ja hier aufgemacht von da, wo wir Edenshaw getroffen haben. Aber eine Karte wäre mal ganz hilfreich hier in dem Spiel. Aber ich muss hier eh den Part beenden. Dankeschön an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.